Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Johannes Markus ist eine interessante Erscheinung, weil er uns einmal mit dem, wie es uns das Neue Testament von ihm überliefert, dann aber auch, wie es die erste anfängliche kirchliche Überlieferung von ihm sagt, für uns heute sehr aufschlussreich ist. Der erste Punkt ist, dass sich dieser Johannes Markus entwickelt von einem Loser zu einem Allrounder, so würden wir das heute sagen. Die erste Mission scheitert vollkommen. Paulus schickt ihn sozusagen in die Wüste, kann er nicht mehr ausstehen. Wie junge Leute halt manchmal sind, unerträglich. Dann haben sie ihren eigenen Kopf, sie können sich nicht anpassen, sie haben ein großes Maul und wenn es dann darauf ankommt, dann kneifen sie. Das gilt natürlich nicht für alle. Aber oft genug ist das so. So auch dieser Johannes Markus, der aus einer guten Familie stammt. Wir können das Haus heute noch auf dem Zierungshügel, auf dem heutigen Zierungshügel, das Haus seiner Mutter noch besichtigen. Eine Kirche. Dort haben die Apostel einen Ort gefunden, sich zurückzuziehen. Seine Mutter stellt es den Aposteln zur Verfügung. Doch bekommt er alles unmittelbar mit. Aber dann, als Verwandter des Barnabas, der ja erst auch Paulus in den Glauben einführt, geht er mit auf die erste Missionsreise. Und das funktioniert nicht richtig. Als er sich dann noch einmal anschickt, sich dann noch einmal anzuschließen, will Paulus lieber davon nichts wissen. Und dennoch wird er am Ende zum Begleiter des Petrus nach Rom. Wie die Tradition sagt, schreibt er dort, während der Gefangenschaft des Petrus, das Evangelium, das, was Jesus getan hat, was Petrus ihm sagt, das schreibt er auf. Aber damit ist er noch nicht am Ende, sondern Petrus sendet ihn aus als neuen Apostel. Und so kommt er nach Alexandria, jener großen Metropole, die wahrhaftig viele Namen vereint, wenn wir an Philo, diesen großen jüdischen Philosophen und Gelehrten, denken. Das Zentrum, das intellektuelle Zentrum der damaligen Welt, im heutigen Ägypten gelegen. Dort verkündet er mit großem Erfolg, angefangen bei einem Schuster, bei dem er sich die Sandalen flicken lässt, das Evangelium. Und er findet sofort, angefangen von diesem Schuster, Anhänger. Das macht natürlich in dieser Stadt Eindruck und bewirkt Unsicherheit. Er zieht weiter nach Afrika, tiefer nach Afrika hinein. Aber er kommt zurück, weil ihm bedeutet wird in einem Traum, dass sich sein Leben vollenden wird in Alexandria. Und das ist das Zweite. Johannes Markus zieht eine Blutspur durch diese Stadt. Nicht, wie wir das heute verstehen, wenn wir sagen, da zieht jemand eine Blutspur durch die Geschichte. Die Blutspur der Christen ist die Blutspur des Johannes Markus und die der heutigen koptischen Menschen. Johannes Markus wird ergriffen und er wird zweimal durch die ganze Stadt geschleift, ohne dabei zu Tode zu kommen. Sein Blut verteilt sich über die ganze Stadt, durch alle Straßen. Es ist das Blut des Segens. Es ist das Blut Jesu, von dem auch, die seinen Tod fordern, sie geschrien haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ja, es ist das Blut des Segens. Es ist das Blut des Bundes. Es ist das Blut des Heiles. Es ist das Blut der Rettung. Das Blut des Evangeliums. Das Blut Jesu wirkt zu. Und das Blut aller seiner Zeugen, das des Johannes Markus, der eine blühende Kirche bis auf den heutigen Tag hervorbringt, eine verfolgte Kirche. Und wir sehen das in den Nachrichten, wenn wir wollen. Nach einem Anschlag in einer Kathedrale, in verschiedenen Orten, was passiert? Die Kathedrale wird nicht geschlossen. Sie ist am nächsten Sonntag noch voll. Es ist ein Blut des Segens. Es ist das Blut, das Samen in sich enthält, um neue Christen hervorzubringen. Ganz wie am Anfang, so bis auf den heutigen Tag. Man kann auch nach anfänglichen Enttäuschungen und Versagen zu einem großen Zeugen werden. Zu einem Einsatzfähigen für das Reich Gottes.
und eine Spur des Blutes durch die Geschichte ziehen, die nicht andere beschädigt, sondern sie zum Leben führt.